Das ist doch richtig, richtig schön. So, kurz um sie pausieren, weil ich muss nämlich mal kurz noch die Aufnahme aufschreiben. Dann geht's direkt weiter, muss man nur schnell mal umschildern. Gib mir einen kleinen Moment, meine Lieben. So. Doch, doch, von 16 bis 20 Uhr, ich hab's schon gehört. Deswegen habe auch, wo du es vorhin nochmal geschrieben hast. Mal gucken, auf jeden Fall mal alle vorbei. Nächste Haltestelle, Sieglinger Straße. Nein, eben nicht. Oh, dieses Kassensystem geht mir auf den Sack manchmal, ey. Eieiei. Hallo. Dann lass ich die Cam aus LOL Not like this. Lol. Falsche verarbeite. Hallo. Bist du denn sicher, dass du die Cam auch wirklich auslösen willst? Wir haben doch alle was zu lachen dann. So, ach, nur zur Information, das haben wir jetzt auch auf Video. Verstehe, was? Ehrlich? Das waren die Chipmunks. Sag mal, du kennst nicht die Chipmunks. Na, meckert ihr? Ah, meckert. Nächste Haltestelle, Sieglinger Straße. Eieiei. Naja, auf jeden Fall, die paar Sachen, die bringen auf jeden Fall die Liste doch eingefügt für unten. Und dann für die Zukunft. Gerade für morgen wird es interessant mit dem Voice Mod, ne? Also ein Zombie. Na.
Na. Aber weißt du, was komisch ist? Wenn ich das Mikro über VoiceMod einstelle, klingt es viel besser, als wenn ich das über das normale OBS-Studio eingestellt habe. Also wir reden von den Filtern, die Entfernung, das, was man versteht. Oder gerade, wenn man, versucht hat oder versucht, was zu erklären. Vor allem gerade mit dem hier ist das Problem. Weil es besteht die Gefahr, dass ich dann leiser werde. Och, es ist einfach nur ein Gadget für die Zuschauer, mehr ist das ja nicht. Wenn ich irgendwas versuche zu erklären, ja, oder es ist zu trocken, drückt man einfach unten zum Beispiel auf den Button und auf der Aufnahme ist halt anders. Symbolisiert mir, Alter, du bist gerade so trocken deutsch, ey. Mehr ist das nicht. Naja. Nächste Haltestelle am Theater. Naja, ich meine, ich habe ja extra bei... ich weiß nicht, jedermanns Sache, aber ich probiere es halt ein bisschen aus. Also für Rent Redemption Roleplay brauche ich es auf jeden Fall. Da komme ich nicht drum herum. Aber ist ja auch nur jemand, der für die Bits dafür einlösen will. Mehr ist es ja nicht. Dafür ist hauptsächlich gedacht. So, was hatte ich eigentlich noch auf dem Kicker gehabt wegen dem Genau, ich hatte ja eigentlich noch es gibt ja auch so von VoiceMod so Frauenstimme. Naja, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Busfahrerin hast, dass ich halt eine Frauenstimme halt da mit reinnehme. Es gibt welche, die funktionieren schon. Auch dass ich jetzt so nuschle oder einfach so stinknormal so rede. Aber das wird von der AI gesteuert. Wenn ich dann versuche zu sprechen, dann hört sich das auch immer so abgehackt an. Also den ersten Satz spreche ich rein. Ja. Und der Rest verschwindet dann, so nach dem Motto. Wo ich dann auch denke, ja super, hast du toll gemacht. Ne? Hast du toll gemacht, Bart, gleich knallt's, ey. Aber was soll ich halt machen? Ja, die sind... Nächste Haltestelle am Volkspark. Jo, lass die Bots halt Bots sein. Wenn's halt so ist. So.
schauen wir mal. Nächste Haltestelle, Fröndrupper Straße. Das Schöne ist, der liebe Justin, der ist heute Morgen, der ist nämlich gestern auch noch ein paar Touren gefahren, das ist super. Und jetzt schauen wir mal. Also ich will noch ein paar Busse will ich noch ein paar Skins machen. So ähnlich wie mein Aachener Partybus, aber naja. Müssten wir mal gucken. Weil ich habe so viele Screenshots von ETS 2. Da könnte ich eigentlich schon meine eigene Spedition dann selber als Werbung draufklatschen. Oder was ich noch machen möchte, Support für andere Streamer, dass die mir einfach mal ihren Link schicke oder einfach wie nennt man das, ihr Kanallogo mir einfach zuschicken. Also per private Nachricht, also wie gesagt. Und das ist quasi dann auch einmal mit Außenansicht da mal gezeigt wird, was wir fahren, ne? Dass quasi das, was ich da fahre, so ein kleiner Support ist. Johannes, mein Lieber, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Donnerstag. Gas. Nächste Haltestelle, Klosterstraße. Nächste Haltestelle, Hildenort. Dann auch nicht, wunderbar. Nächste Haltestelle, Lenenkampfstraße. So, dann lassen wir euch mal da raus. Johannes, mein Lieber. Okay. Ich würde gern. Ja. Wegen der nächsten Aufnahme. Ne? Wir brauchen wieder noch ein bisschen Material für LS. Weil ich werde nämlich für dich noch einen zweiten Hof aufmachen, dass die wohl keine Forstwirtschaft machen möchten, quasi ein bisschen Feldarbeit. Dann geht das schon. So. Mein Freund, was ist los? Komm, gib doch mal Gas. Ja, du kannst. Würde ich mir jetzt sagen, dass jetzt der 20 fährst, ja? Dann schieb ich dich weg. Hallo. Morgen. Moin, moin. Hallo. Moin. Eine Person, Preisstufe A, bitte. Jawohl. Einmal Preisstufe A, bitte. Mach mal. Danke. Bitte. Ach so. Und die hintere Türen mache ich nicht auf, oder was? Aber ich bin so ein schlechter Putzfahrer. Ja, Montagabend war ich echt platt gewesen, ne? Also.
Also ich weiß ja nicht, wie du nächste Woche schaffst, ne? Aber ich werde mich da gerade einfach nochmal per WhatsApp bei dir halt gerade melden, dass wir nochmal texten. Weil für die Woche wird es auf jeden Fall nichts mehr. Oh, Junge. Oh, interessant, dass die Reaktionskontrolle direkt anspringt. Hm? Ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So. Ja, dann die erstmal wo eingeschaltet haben. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Rücktür von Mahlmitte nach Gelsenkirchen-Bohr-Rathaus. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start, schönen Mittag gleich, ne? Also, wer nachher noch Lust hat, LS22 Multiplayer zu zocken auf der Forst Map Silver One, ist gerne herzlich eingeladen. Sollte halt das Spiel und das Platin DLC haben, mehr nicht. Der Rest könnt ihr quasi bei den Mods runterladen. Und also ich, wie gesagt, ich war heute Morgen auf der Produktionsstätte drauf. Die waren alle voll. Also, man kann ausliefern. Alter, will keiner mit. Dann passt es wunderbar. Allerdings, nächste. Oh, wollen wir uns denn vorbehalten? Weil, wie gesagt, ich habe. Also, ich werde auf jeden Fall den ganzen Tag streamen. Da werde ich. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Weil ich muss dazu sagen, es gibt noch auf der Haute Bellerin experimentell, habe ich nämlich einen Sponsor gefunden. Einen französischen Sponsor. Also da dürft ihr auch sehr gespannt sein. So, möchte einer mit? Nein, dann können wir weiterfahren. Das passt ja. Nächste Haltestelle, Edmundsweg. Ach ja. So. Da können wir gleich mal gucken, was wir noch für eine Linie fahren. Wenn man ein bisschen Geld reinbringt. Also das nächste Mal fahre ich die Linie 222 nur noch mit Gelenk Solo-Bus. Weil das, was ich da an Fahrgästen drin habe, das ist ja ein Hungerlohn, ey. So. Na. Na
der nächsten Bahnhaltestelle können wir nämlich gut Zeit aufholen. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, wir können ja Tobi überholen. Oh. Sei denn, es wird rot. Dann hast du gelitten. Mal eine Frage. Nächste Haltestelle, Bahnübergang. Meine Frage an euch, was haltet ihr denn jetzt bis jetzt von dem Westbalkan DLC? Die Bilder, wo bei SCS auf der Seite gepostet haben. Seid ihr schon gespannt drauf? Oder? Weil ich freue mich auf jeden Fall, ey. Also, wenn dann noch die, wenn die Mods noch mitmachen. Nächste Haltestelle, Biene. Also, ich freue mich richtig. Danke. Also ich finde es in letzter Zeit echt schade, dass SCS bei World of Trucks irgendwie nicht so viele Events machen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was bei ihnen da los ist. Der ATS wird was gemacht, aber so groß. Nächste Haltestelle, Delfinstraße. Ja. Müsste ja schon mal eine Kleinigkeit geben, ne? Brauchen wir im Grün, da fahren wir direkt rüber. Voila. Moin Moin! Am Freitag. Ab. So. Ich hab bei den Alice. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Ruhr Nordbahnhof. Was denn ist es? 1,94, was bei der ist los, okay? Das ist gut. Und der liebe Yami ist auch unterwegs. Einmal brauchst du A und dann flott. Geh weiter und quatsch mal nicht immer dazwischen. Rotzgöre. Also wenn ich das sage, dann ist es nur Spaß. Ne? Also nicht ernst. So. Entweder, also ich vermute mal entweder Ende Oktober oder November, eins von beiden. Ja, also. Eins von beiden. Weil wenn sie jetzt schon die Fehler am Ausmerzen sind.
Froh, wenn wir die Zeit eingeholt haben. Krass, oder? So, wollen wir das. Bei dem schönen Wetter könnte ich den ganzen Tag rumfahren. Könnten Sie mir bitte eine Tageskarte geben? Ja, quatsch mich nicht voll. Ach, ich liebe es. Keine Ahnung, wie ich Manfred sei. Es geht auch. Nächste Haltestelle. Freiheit. Hello. So. Und Gas geben. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden nur noch in Verspätung reinkommen. Nein. Für den nächsten Montag gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid, wann das mit der ETS-2-Woche stattfindet. Im Oktober, am 9. oder am 21. Warte mal gucken. Oktober, am 9. oder am 23. genau. Wo ich eine Woche wieder für meine Spedition unterwegs bin. Auf dem Server Goldie Transport. Weil ich vermute mal, und es wird wieder das. Naja, vielleicht Schwätze kommen, ich weiß es nicht. Aber dann, gerade wenn du ETS 2 am Fahren bist, wo du denkst, dein. Von der. Ruckersburg nimmt alles auf, alles schön und gut, hast du keine Probleme, dann kommt ein Update raus. Und dann stehst du wieder da. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Alles frustriert mich immer. Gerade dann, wenn du denkst, ja, kann ich wieder fahren, 56 Stunden durchziehen. Na komm, schalt um. Ach. So, da haben wir auch die Tour gepackt. Sehr schön. 90er Durchschnitt wieder. Die rote Ampel. Ah. Okay, Kollege, du wartest.
Perfekt. So, dann haben wir das auch erledigt.